Deutschland und ihr demografisches Schicksal. You know, I've wondered. Wisst ihr, ich habe mich etwas gefragt. Wenn zukünftige Historiker über die heutige Zeit schreiben werden, werden sie zurückblicken auf Kanzlerin Angela Merkel als eine Brücke zwischen zwei rivalisierenden Kulturen, die sich um den europäischen Kontinent streiten? Eine wohlwollende Mutterfigur für die Armen Afrikas und des Nahen Ostens? Vielleicht machen sie sogar einen romantischen animierten Cartoon über sie, so wie man Pocahontas in der heutigen Popkultur darstellt. Oder wird sie als schwachsinniger Nationenzerstörer gesehen, die ihr Land und ihre Menschen und letztendlich ihren Kontinent verkaufte? Für Versprechungen, Selbsttäuschungen, eine Flasche mit Whisky und ein paar Perlen? Ich vermute, dass nur die Zeit es zeigen wird. Trotz erlittener Verluste bei lokalen Wahlen am 13. März 2016 hat Kanzlerin Angela Merkel wiederum bekräftigt, dass sie ihre Politik fortführt und es unbegrenzten Zahlen an Einwanderern erlauben wird, in Deutschland zu bleiben und Zugang zum Wohlfahrtsstaat zu erhalten. Die Verluste ihrer Partei werden von Experten eher als Warnung der Unzufriedenheit gesehen, denn als eine wirkliche Verschiebung hin zur politischen Rechten, was für viele beinahe undenkbar ist in Deutschland. Merkels Regierung behauptet, dass Deutschland nur eine 500.000 Einwanderer pro Jahr bekommt für die nächsten 4 Jahre. Sie behaupten, dass bis 2020 schätzungsweise 3,6 Millionen Einwanderer nach Deutschland kommen, ein Land mit etwa 81 Millionen Menschen. Jedoch bei ihren Schätzungen von 400.000 Einwanderern für 2015 und der tatsächlichen Zahl, die eher bei 1,3 Millionen liegt, haben nur ihre glühendsten und eingefleischtesten Fans noch Vertrauen in ihre Prognosefähigkeiten. Und obwohl noch Winter ist, sind mehr als 135.000 Einwanderer in den ersten 2 Monaten von 2016 bereits eingetroffen. Wenn sie weiterhin bei dieser Geschwindigkeit eintreffen werden, ohne eine weitere Zunahme, werden es insgesamt 810.000 im Jahr 2016 werden. Lasst uns ehrlich sein. Merkel hat die Tore zu Europas Wohlfahrtssystem der gesamten Welt geöffnet und es wird nun Frühling. Mit wärmerem Wetter werden die Boote aus Nordafrika und Anatolien wieder in Schwärmen über die Ägäis und das Mittelmeer kommen, wenn es April wird. Tatsächlich hat Fabrice Leggeri, der Geschäftsführer von Frontex, der EU-Grenzkontrollorganisation, direkt gesagt, Europa muss sich 2016 auf mindestens eine weitere 1 Million Einwanderer gefasst machen. Er sagte, dass Mauern und Stacheldraht keine Rolle spielen für entschlossene Menschen und fügte hinzu, dass Zäune niemanden aufhalten werden. Oder einfach gesagt, die EU kann diesen unkontrollierten Zustrom durch Einwanderer nicht aufhalten und hat die Kontrolle über ihre Grenzen komplett verloren. Er fügte hinzu, dass es ein Erfolg wäre, wenn die Zahlen an Flüchtlingen verglichen mit 2015 gleich bleiben würden. Okay, jetzt zum Punkt dieses Videos und ich kann nicht verstehen, warum diese Information nicht viel weiter verbreitet wird. Merkel und ihre Verteidiger geben vor, dass ein paar Millionen nur wenige seien, verglichen mit den 80 Millionen Menschen, die momentan in Deutschland leben. Doch das ist einfach falsch, da es die Altersdemografie nicht berücksichtigt, welche der Zustrom beeinflusst. Die Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zeigen, dass die Einwanderer fast ausschließlich begrenzt sind auf Menschen im Alter von 20 bis 35 Jahren oder sogar jünger. Folglich kann eine bessere Sicht auf die Situation erhalten werden, wenn diese Zahlen mit derer der bereits existierenden deutschen Bevölkerungsgruppe im gleichen Alter verglichen wird. Du kannst dies selbst tun, nimm einen Taschenrechner und gehe auf oecd.stat. Diese Seite enthält Daten und Metadaten der Länder, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD sind. Die OECD-Stat hat eine Menge Informationen über ihre Mitgliedstaaten. Doch uns interessiert für dieses Video die Aufschlüsselung des Alters der männlichen Bevölkerung in Deutschland. Die Zahlen, die wir haben, sind von 2013. Jetzt machen wir hier etwas grobe Mathematik. Im Jahr 2013 hatte Deutschland eine Bevölkerung von etwa 81 Millionen Menschen. Doch die gesamte Bevölkerungszahl gibt dir kein Verständnis dafür, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit Deutschland und mit ihr Europa unwiderruflich verändert werden. Für das Jahr 2013 sind hier die Zahlen für alle Männer je Altersgruppen aufgelistet. Also für das Alter 20 bis 34 sind 7.586.541 Männer in Deutschland gelistet. Doch Moment, 12,3% dieser deutschen Einwohner haben einen Migrationshintergrund.
Die größte Gruppe davon sind Türken. Und weitere 7,7% davon haben eine ausländische Nationalität. Diese Zahlen addieren sich zu etwa 1,5 Millionen Männern innerhalb dieser Altersgruppe. Wenn du dies berechnest, kommst du auf eine ungefähre Zahl von 6 Millionen Männern in dieser ausschlaggebenden Bevölkerungsgruppe. Also, wenn das beste Szenario ist, wie Legeri von Frontex sagt, dass die Einwandererzahlen stabilisiert werden könnten, mit der Menge von 2015 ohne jegliche Form der Familienzusammenführung, schauen wir auf ungefähr 1,3 Millionen Einwanderer, die jährlich kommen. Und Deutschland bekommt spärlich Hilfe von den anderen EU-Nationen oder mit dem von Merkel vorgeschlagenen Quotensystem. Jetzt wird es interessant. 72% der angekommenen Einwanderer sind erwachsene Männer, während nur 13% Frauen und 15% Kinder sind. Machen wir die Rechnung nochmal. Kommen wir auf etwa 1 Million Männer, die 2015 in Deutschland angekommen sind. Um diese Zahlen zu relativieren, das gesamte deutsche Militär, die Armee, Marine und Luftwaffe hat zusammen 244.000 Soldaten, Matrosen und Piloten. Oder ein Viertel der Menge der männlichen Einwanderer, die Angela Merkel ermutigt, sich jedes Jahr in Europa niederzulassen. Rechnen wir es zusammen. Es sind bereits 1,5 Millionen männliche deutsche Bewohner mit Migrationshintergrund in Deutschland plus 1 Million Männer, die 2015 ankamen. Dazu rechnen wir 1 Million in diesem Jahr und in den nächsten 5 Jahren. Die wahren Zahlen mögen sogar noch höher sein. Es ist völlig vernünftig, eine insgesamte Menge von asylsuchenden Männern sowie Deutschen mit einem Migrationshintergrund zu erwarten, die im Jahr 2020 6,5 Millionen erreicht. Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen. Dies nimmt keine Familienzusammenführung in Betracht oder die höhere Fruchtbarkeitsrate, die Menschen aus dem Nahen Osten oder Afrika haben. In anderen Worten, deutsche Männer in dieser Altersgruppe werden in ihrem eigenen Land eine Minderheit sein, ab dem Jahr 2020 für immer. Ich betone, wenn dieser Punkt erreicht wird, gibt es kein Zurück mehr. Dazu kommt noch Folgendes. Wenn Familienzusammenführungen hinzugerechnet werden, würde sich die muslimische Bevölkerung fast vervierfachen, zu erstaunlichen 20 Millionen in den nächsten 5 Jahren. Dies zufolge einer demografischen Vorhersage des bayerischen Gesetzgebers. Diese Zahlen wurden alle überprüft durch eine Analyse von Professor Ardoujan Korvaks der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie wurde veröffentlicht in The European Magazin auf Deutsch mit dem Titel Wahrheiten zur Flüchtlingskrise. Und tatsächlich sind seine Schlussfolgerungen schwerwiegender und schrecklicher als das vereinfachte Modell, das ich bisher vorgestellt habe. Korvaks bemerkt richtig, man muss 30 Jahre im Voraus denken. Wenn die Mehrheit, das sind mehr als 50% der Deutschen, die jetzt leben, ältere sind und innerhalb dieser Zeitspanne bereits verstorben sein werden, dann braucht es keinerlei Fantasie, um eine Idee von der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung in der Zukunft zu haben. Diese Veränderung wird einen gesellschaftlichen Umbruch in einem unvorstellbaren Ausmaß beinhalten. Doch es geht einfach weiter für die Merkel-Regierung, trotz interner Gutachten, die dies deutlich darlegen. Wir importieren islamischen Extremismus, nationale und ethnische Konflikte ausländischer Menschen. Ebenso ein anderes Verständnis für die Gesellschaft und Recht. Die deutschen Geheimdienste sind unfähig, mit diesen wichtigen Sicherheitsproblemen und den daraus entstehenden Reaktionen der deutschen Bevölkerung fertig zu werden. Wir haben einige dieser Krisen, die Europa erlebt, in vorherigen Videos betrachtet und ich empfehle denjenigen, denen die momentane Situation unbekannt ist, sie anzusehen. Was man bedenken sollte ist, Bevölkerungsprogramme wie jenes, das von der Abteilung für Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen vorgeschlagen wurde. Dass Migration benutzt wird, um Bevölkerungsgruppen im industriellen Norden zu ersetzen. Oder einfach der nationale Aufruf zum Massenimport von Menschen aus sehr ungleichen Kulturen. Wie die transnationalen und nationalen Organisationen und Regierungen nicht verstehen, ist, dass Menschen und Nationen keine Glühbirnen sind. Man kann nicht einfach mehrere Millionen Menschen mit völlig unterschiedlichen Kulturen und Werten in den traditionellen Gebieten anderer Menschen zusammenwerfen und erwarten, dass dabei keine Reibung entsteht. Betreffend Deutschland bedeuten die sozialen, ökonomischen und kulturellen Auswirkungen dieser Zahlen das Ende der Nation. Das Land Deutschland mag in irgendeiner Form überleben. Doch die deutschen Menschen, die Deutschland deutsch machen, werden keine Kontrolle mehr über ihr soziales und politisches Schicksal haben. Für sie selbst, ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Nie
wieder. Trotz der sexuellen Randale der Migranten an Neujahr 2016 in Köln und anderen Städten in Europa oder des steilen Anstiegs gewalttätiger Verbrechen, einschließlich sexueller Übergriffe an Kindern und Frauen, trotz erhöhter Angst wegen Dschihad-Terror, ähnlich dem islamistischen Massenmord in Paris von November 2015, ebenso wie die zunehmenden und sehr gefährlichen Missverhältnisse der Geschlechter, von denen wir in vergangenen Videos sprachen, die in Schweden und Deutschland zu brodeln beginnen und deren ernsthafter sozialer Konsequenzen. Kanzlerin Merkel hat trotzdem bekannt gegeben, ob Wahl oder nicht, sie wird die Richtung nicht verändern in dem, was wahrscheinlich ihr Vermächtnis sein wird. Und sie wird keine Art von Obergrenze setzen auf die Zahl der Zuwanderer, die Deutschland aufnehmen wird. Es wird keine Wahl zur Bundesregierung geben, bis spätestens Herbst 2017. Und im Moment scheint es keine andere politische Figur zu geben, die selbstsicher gegen sie gewinnen könnte, um sie von einer weiteren Legislaturperiode abzuhalten. Ja, vieles könnte bis dahin passieren. Alle Variablen könnten sich verändern. Doch der Sinn dieser Präsentation ist nicht zu sagen, was sein wird, doch um zu sagen, was sein könnte, wenn die momentanen Entwicklungen nicht umgehend aufgehalten und rückgängig gemacht werden. Das Fazit ist unausweichlich. Wenn Merkel nicht aufgehalten wird, könnte die deutsche Jugend in naher Zukunft im eigenen Land eine Minderheit sein. Gemäß Professor Kovacs wird Deutschland als Ganzes nicht mehr deutsch sein, innerhalb einer Generation. Es ist auch wahrscheinlich, dass Merkel mit ihrer Politik solch eine Gegenreaktion auslöst, dass der gesamte europäische Kontinent destabilisiert wird. Selbst wenn diese Zahlen nicht zur Realität werden, und es ist gut möglich, dass dem so ist, der Schaden wurde schon angerichtet. Mehrere Millionen muslimischer Männer, die sich an das Leben in Saus und Braus auf Kosten des Staats gewöhnt haben, werden wohl nicht einfach gehen, wenn man sie darum bitten wird. Muslime versuchen seit mehr als 1000 Jahren, die Kontrolle über den europäischen Kontinent zu gewinnen. Und sie werden diesen Stützpunkt für den Islam, der durch Merkel ermöglicht wurde, nicht einfach aufgeben. So oder so werden die Früchte der Politik der weiblichen deutschen Kanzlerin kein gutes Ende nehmen. Dies sind Ereignisse in der Geschichte der westlichen Welt, die an dieser Zivilisation rütteln, und sie werden euch alle betreffen. Was wir hier bezeugen, wenn sich nichts ändert, ist das Ende eines Volksstamms und seiner Geschichte. Und die Geschichte eines neuen Volksstamms, welcher die Länder des Westens in Besitz nimmt und der seine eigene neue Geschichte beginnen wird. Das ist in vielen Städten des Westens schon passiert. Brüssel wird nie wieder belgisch werden. Paris wird nie wieder französisch werden. London wird nie wieder englisch werden. Malmö wird nie wieder schwedisch werden. Amsterdam wird nie wieder niederländisch werden. Doch jetzt beginnt das Ausmaß des Imports von bunter Vielfalt, ganze Länder zu verändern. Egal, ob du nun denkst, die demografische, soziale, religiöse und kulturelle Umwandlung Deutschlands und letztlich jedes Landes im Westen, der zum Guten oder zum Schlechten ist, unerheblich. Es passiert bereits. Schweden und Deutschland sind nur vorausgeeilt. Doch der massiv umgestaltete Effekt der kulturellen Bereicherung ist längst hier und beschleunigt sich noch in allen westlichen Ländern. Doch wie ich schon sagte und wiederholen werde, nichts ist in Stein gemeißelt. Der Westen muss nicht gemerkelt werden, wenn er es nicht will. Es geht darum, wie mit dieser Krise jetzt umgegangen wird, um das Ergebnis nicht für uns selbst, sondern für zukünftige Generationen zu bestimmen.